Ab wann entsteht die Tür? Ab wann entsteht die Tür? Das ist der kristallklare Raum, ja? Du bist dieser Raum. Du bist dieser Raum, du bist das Ganze. Du bist nicht auf so einen Strich hier, wie ich es hier zeichne. Du bist dieser Raum. Ja, das nennt man Verdichtung. Du bist der Raum. Und in dem Moment, wo hier ein Partikelchen entsteht oder kreiert wird, was immer, lassen wir das mal weg, in dem Moment ist die Aufmerksamkeit hier und der Raum verschwindet, okay? Bis zu einem Punkt, wo du einsteigst in dieses Ding. Kann man das so sagen? In dem Moment ist der kristallklare Raum verschwunden. Der Beobachter beobachtet nicht mehr den kristallklaren Raum, denn er hat sich identifiziert mit dem Partikelchen. So, jetzt geht es in dem Partikelchen aber dann weiter. Ja, da ist dann die Welt der Polarität, die wir betreten. So, und dann werden wir uns immer bewegen von einem zum anderen, bis in Äonenzeiten. Wir werden immer rot-grün spielen. Ah, das ist Schmerz, ich muss das lösen. Dann geht die Aufmerksamkeit auf die Lösung. Und wenn ich dem anderen das wegnehme, dann hab ich's. Und der andere hat es nicht mehr, aber ich hab's wenigstens. Ja, da kann ich überleben. So, das ist so die Idee, die wir dann haben. Irgendwann mal werden wir sehen, dass das ad absurdum ist, dass das auch nicht glücklich macht, dass wir zwischendurch ein paar Mal im Gefängnis sind, dass wir Schmerzen haben und, dass das möglicherweise doch nicht so funktioniert. Wir werden weitere Lösungen finden, noch schlauer werden. Der Beobachter geht mit dem Leben, der kreiert ja das. Es muss ja eine Instanz geben, die das tut. Und diese Instanz, der Beobachter ist nicht draußen, das ist der wichtige Punkt, den ich euch vermitteln will. Der Beobachter geht mit der Kreation. Wir glauben, oder vielfach glaubt man in der Welt, ja, ich muss nur wieder zurück zu dem großen Beobachter. Und der große Beobachter werden, oder der muss wieder auftauchen in uns. Der Beobachter geht mit uns mit. Der Beobachter kreiert diese Welt. Und der Beobachter, ja, ist diese Instanz, die sozusagen wieder nach Hause findet, ja. Die Tür ist wo? Wo ist die Tür? Gut, sobald ich ein Partikel hineingehe, ja, ist die Tür von innen oder von außen? Na, von welcher Seite ist die Tür? Innen. Die Tür ist innen. Ja, das Ding hat sich verschlossen, der Raum ist verschwunden. Und wo man merkt, dass die Tür innen ist, wenn man da drinnen ist, am Schlauch steht, an die Wand knallt, man sagt, das kann es nicht sein. Stimmt's? Dann sucht man eine Tür, stimmt das? Wenn man alle Türen zwischen Rot und Grün schon gegangen ist, Lösungen gesucht hat, jetzt habe ich die geheiratet, ist nichts, hat nichts funktioniert, ja? Jetzt habe ich es nicht geheiratet, hat auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich 3 geheiratet, hat auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich gar keine mehr genommen, hat auch nicht funktioniert. Also nichts von dem hat mich wirklich glücklich gemacht, okay? Und das über Äonen von Zeiten. So, und in dem Moment, wo ich nicht mehr weiterkomme, wo die beobachtende Intelligenz in uns bemerkt, wo soll ich meine Aufmerksamkeit jetzt hingeben? Hier funktioniert es nicht, hier funktioniert es nicht, hier. Millionen von Malen habe ich schon probiert und es funktioniert nicht. Ich komme nicht in die Fülle dadurch. Es gelingt mir nicht. Ja, ich habe mir immer geglaubt, da komme ich in die Liebe, wenn ich spende und wenn ich das tue und das tue und das tue, komme ich in die Liebe. Und ich komme aber nicht in die Liebe. Und wenn mich 1000 Leute oder 1 Million Leute kennen, anjubeln, dann werde ich es haben. Und das hast du probiert und jetzt siehst du, dass du leer ausgehst. Das heißt, diese Intelligenz in dir, die beobachtende Intelligenz, checkt jetzt und sagt, bringt nichts. Haben wir noch was offen? Können wir noch irgendwas probieren?
Gibt es noch irgendwo in Uruguay im tiefsten Urwald jemand, der mich nicht kennt? Vielleicht funktioniert es dann. Das heißt, irgendwann mal kommst du so an die Grenze, dass du sagst, so, und die beobachtende Intelligenz weiß das. Weil wenn ich an die Grenze komme, geht es nicht mehr weiter. Also wenn es da nicht mehr weitergeht, dann habe ich ja nur einen Weg mehr, oder? Und das ist der nach hinten. Also sind wir so intelligent wie er da reingestiegen ist, dass wir an so einem Punkt der tiefsten Nacht der Seele, wo es richtig schwarz wird, ja, dass wir da kehrt etwas um. Und Osho hat immer gesagt, mach dich nicht fertig, ja. Mach dich nicht fertig, es wird wieder hell. Auch wenn es noch so dunkel ist, es wird wieder hell. Mach dich nicht verrückt. Na klar wird es wieder hell, weil du an dem tiefsten Punkt so intelligent bist, dass du weißt, es geht hier nicht mehr weiter. Also, wo muss ich jetzt weitergehen? Und dann drehst du um. Und dann suchst du doch was? Die Tür. Wo du wieder rauskommst, stimmt's? Wir suchen Lösungen. Wir suchen etwas, wie komme ich da wieder raus? Wann verschwindet die Tür? Wenn ich aufhöre zu suchen. Bitte? Wenn ich aufhöre zu suchen. Wann höre ich auf zu suchen? Wenn ich angekommen bin. Dann brauche ich ja nicht mehr suchen, okay? So, das war schwierig hinein. Hinein haben wir immer vor uns ein grünes Feld gehabt, was uns sozusagen vorgibt oder vorzeigt oder vorgaukelt, dass es doch da eine Lösung gibt. Also die nicht die. Probieren wir die. Was ist am Rückweg? Wo ist die Tür? Wir befinden uns ja im Rot-Grün-Feld, ja? Das ist ja nicht so, wie sich hier gezeichnet. Das ist jetzt nur, damit wir verstehen, ja, dass immer zwei Pole rot-grün sind. Immer. Der Rückweg, es ist der Hinweg, wird vom Beobachter kreiert. Ja? Der sucht nach Lösungen. Demnach hat das vergessen hat, woher er kommt und den großen Raum vergessen hat und den kleineren und den noch kleineren vergessen hat. Der hat vergessen. Warum hat er vergessen? Weil die Aufmerksamkeit dahin geht, oder? Erinnert euch, das ist dasselbe. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit fixierst, verlierst du die beobachtende Intelligenz von da. Die beobachtende Intelligenz steigt dann ins etwas Kleineres, Engeres, ein kleineres Bewusstsein ein, richtig? Bis du da ankommst und sagst, so, jetzt reicht's aber. Ja, das ist genau der Punkt, wo du sagst, jetzt reicht's. Und ich hab's immer gern, wenn jemand aufs Seminar kommt, dem es wirklich reicht. Ja? Und den frage ich dann, reicht's da wirklich? Jo, reicht's da wirklich? Hast du die Schnauze gestrichen voll? Wenn er es wirklich gestrichen voll hat, dann gibt es eine Umkehr. Aber die Reise ist genau die gleiche. Du wirst jetzt sagen, okay, ich wende mich von der Materie ab und gehe jetzt in die Spiritualität. Das war mir hochbeschwertes Gehalt. Ja, okay, jetzt gehen wir in die Spiritualität. Ich habe gehört, Buddha sagt, keine Wünsche. Wunschlosigkeit ist das Ziel. Gut, ich wünsche mir jetzt keine Wünsche mehr zu haben. So, ihr seht den Krux da drinnen, stimmt's? Jetzt gehst du nach Hause, glaubst nach Hause zu gehen und erfüllst ein paar Dinge, damit du nach Hause kommst. Das heißt, der beobachtet die Intelligenz in dir, er erwacht. Ja? Ja. Früher hast du gedacht, ich wehr mich, ich hau dem einen auf die Birn, dann bin ich der Sieger und dann wird mir das nicht mehr passieren.
Ja, ist eine Idee. Ne? Der Beobachter probiert ja das. Du musst dir vorstellen, der muss ja den Rückweg antreten. Ja, das ist ja, die ist ja eingeschlafen, diese Intelligenz. Und jetzt musst du mühsam wieder dir das erarbeiten, zurückzufinden. Und jetzt wirst du natürlich sagen, okay, also wenn mir wehgetan wird, dann wehre ich mich jetzt einmal. Und dann wehrst du dich. Und dann stehst du am Schlauch. Denk da mal. Weil du wirst dich wehren und dann wird der andere sich auch wehren und dann haut der eine auf die Birne, ja, und dann wird die beobachtende Intelligenz auf die Idee kommen und sagen, weiß nicht, ob das jetzt das Gelbe vom Ei ist, ja. Vielleicht sollte man den nicht einen auf die Birne hauen, vielleicht sollte man anzeigen. Aber zum Beispiel, ich meine, ich denke mal, das ist ja so dieses Lösungsorientierte. Es kommt man da blöd und im ersten Moment wehre ich mich und dann mache ich die gute Erfahrung, dass ich mich stark fühle. Ja. Und okay. Dann habe ich diesen Erfahrungswert, ja, wenn ich da jetzt mit meiner Wut reingehe, dann habe ich gewonnen. Genau. Aber je öfter ich das mache, desto mehr merke ich, das funktioniert eigentlich nicht. Das funktioniert nicht, ja. Ja, richtig. So, jetzt erwacht der Beobachter, stimmt's? Ja. Der auf dem Weg hinein eingeschlafen ist. Ist das richtig? Können wir das so sagen? Die beobachtende Intelligenz schläft langsam ein. Sie wird immer unbewusster. Ja, Menschen machen immer mehr Kacke, desto tiefer sie fallen, desto tiefer sie da reinfallen. Und es ist wirklich mühsam. Ja? Es ist nicht so, dass man jetzt gleich sagen kann, komm, geh mal in die Spiritualität, breite deine Arme aus, lass Gott herein und das große Ganze holt dich sofort nach Hause. Ne? Deine Intelligenz, dein Beobachter ist ziemlich, ziemlich unbewusst noch. Und er malt sich halt aus, so wie du sagst, also jetzt hau ich mal zurück. Das ist so die Idee, aus dem Schlamassel wieder zurück, ja? Du kommst hier irgendwann mal an, wo du so runtergedrückt wirst, dass du nicht mehr Piff sagen kannst. Du verschwindest von dieser Erde, ja? Du bist nur mehr das Opfer von hier. Und wenn du das ein paar Leben gelebt hast, wirst du sagen, das kann es ehrlich nicht sein. Ne? Ich bin ja nur der Depp hier. Und dann erwacht diese beobachtende Intelligenz. Und dann fängt sie an, vielleicht sollte ich das probieren. Und langsam, und dann kommst du auf die Idee, dich einmal zu wehren. Und dann machst du viele Seminare, und du rausgehen musst und da, und irgendwann mal dich wehrst. Und es fühlt sich gut an für einen Moment. Und dann kommt irgendwann mal anhand deiner aufwachenden Intelligenz, deines Beobachters, kommst du auf die Idee, vielleicht sollte ich da komme ich jetzt auch nicht weiter, ja? Weil ich kann nicht den ganzen Tag nur alle anschreien und mich austoben. Das macht auch keinen Sinn. Und dann kommt deine Intelligenz auf die glorreiche Idee und vielleicht gibt's da noch was anderes. So, und dann lernst du kennen, dass es vielleicht darum geht, Dinge auch einmal sich nicht zu wehren, sondern einmal zuzulassen. Und dann gehst du diesen Weg, den du gekommen bist, wieder zurück. Langsam. Schritt für Schritt. Es ist ein Aufwachen der beobachtenden Intelligenz. Bis die beobachtende Intelligenz sich in diesem Raum wiederfindet. Und du sozusagen diese Intelligenz, dieser Beobachter wieder sich zu Hause, ja, zu Hause ankommt. Aber der Beobachter und das Beobachtete oder der Beobachter und seine Kreationen, das ist nämlich der Beobachter, der das macht, haben einen langen Weg hinter sich und durch die Welt, ja, wo du siehst, das funktioniert nicht, ist der Beobachter der die Dinge wieder kreiert, ja, ausprobiert, um wieder heimzufinden. Um letztlich wieder hier anzukommen, wo natürlich von hier es keine Tür gibt, klar? Und irgendwann mal wirst du sagen, was einige von euch schon heute gesagt haben, es gibt keine Tür. Ja, du kannst das nur behaupten, wenn du diesen Weg zurückgegangen bist, dann kannst du es behaupten. Vorher ist es eine schöne Idee, würde ich sagen. Dann kannst du behaupten, es gibt keine Tür.
Denn die Tür hat es nur gegeben, wenn du da hineingehst. Ja? Und nicht einmal, wenn du reingegangen bist. Erst, wenn man sich umdreht, sieht man die Tür. Ja, wo bin ich denn da jetzt? Ich weiß jetzt nicht mehr, woher ich komme. Ich weiß nicht mehr zurück. Und du verfranst dich immer mehr, bis die beobachtende Intelligenz so abgestumpft ist, ja, dass du nur mehr unbewusst reagieren kannst. Da ist kein Bewusstsein mehr. Und da steht man dann am Schlauch. Und da steht die Welt. Und da stehen die Leute, die unbewusst sind, die einfach um sich schlagen und nicht wissen, was sie machen. Sie wissen nicht, was sie tun. Dich dem Beobachter zuwenden kannst. Der Beobachter entsteht dann, wenn er ansteht. Es wird dir bewusst, dass das nicht funktioniert. Dieses Bewusstsein ist der Beobachter. Also du kannst jetzt nicht wirklich sagen, ich gehe jetzt in meinen Beobachter rein, weil das ist schon wieder ein Trick. Das ist wieder ein Trick, damit du das irgendwie handeln kannst hier. Du kannst nicht den Beobachter. Der Beobachter ist deine Intelligenz, die du hast. Ja, ich stehe da an und was kann ich machen? Und das geht auch nicht. Das ist schon die beobachtende Intelligenz. Die kannst du nicht machen. Das sind esoterische Ideen, die man da hat, wo man dann irgendwie sagt, wenn ich das tue, komme ich dort und dorthin. Du kommst nicht hin. Es ist nur wieder ein neuerliches grünes Feld. Ja, du kreierst dir Spiritualität. Und wenn ich das tue, dann erhört der liebe Gott mich oder dann habe ich ein paar Gutpunkte oder wenn ich liebevoll und alle Menschen etwas oder wenn ich der Menschheit diene, dann ja, dann ist das ist gut. Das ist nur ein Trick. Das ist nur ein Trick, damit du schneller dorthin kommst. Aber du siehst, ja, dass das eine Sackgasse ist, erst dann. Und es ist dann nicht leicht zu sehen, wenn man in einer Sackgasse ist, ja, in Richtung Spiritualität. Weil das natürlich sehr gut ausschaut und man sich sehr leicht täuschen kann für sich selber. Ja, mal schau, was sagen die Leute immer? Sie kommen und sagen, jetzt habe ich so viele Seminare gemacht. Und ein Haufen Geld habe ich bezahlt. Und so viel Zeit habe ich investiert. Außer geschaut hat nichts. Doch, es hat natürlich was rausgeschaut. Auf dem Weg, ja, der Beobachter, der sich natürlich vorstellt, wenn ich jetzt ein Seminar mache, funktioniert das. Der stellt sich was vor, wie er wieder nach Hause kommt. Das sind grüne Felder. Das ist Umwege, Sackgassen, verzwickte Sachen, ja, wo man nicht mehr rausfindet, ja. Deswegen ist mir persönlich so wichtig, ja, das große Ganze im Gesamten zu sehen. Wie funktioniert das? Und das funktioniert so, dass du das nicht, alles, was du bewusst machst, dass du da rauskommst, ist ein grünes Feld. Du anstehst und du versuchst das 150. Mal der Beziehung zu retten, okay? Aber du wagst es trotzdem wieder, obwohl du nicht weißt, was da rauskommst. Weil du Sehnsucht nach Hause hast und du probierst das noch einmal und vielleicht mit einem neuen Bewusstsein, aber noch nicht so viel, dass es wirklich funktioniert, dann wirst du es noch einmal 200 Mal probieren, ja? Bis die beobachtende Intelligenz so weit ist, dass sie sieht, funktioniert nicht, hat nicht funktioniert, funktioniert auch nicht. Und dann kommt man auf die Idee. Und die Idee ist dann immer irgendwas in Richtung Rot. Richtung rotes Feld. Das heißt, das, was so schwer zu verstehen ist für alle und immer, was man niemand lehren kann, einfach so, weil das so ein Blödsinn, was du da sagst, das ist, in die Verletzbarkeit wieder reinzugehen, ja, wo du hergekommen bist. Denn du steigst ja hier hinein und bist sehr, sehr verletzt. Und jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Ganz ein wichtiger Punkt. Ich werde es ein bisschen anschneiden für heute. Du steigst hier rein. Du kommst aus dem großen Raum. Ich habe das jetzt gerade probiert. Glaub mir das nicht, probier es. Experimentier damit. Du kommst aus einem Raum, da ist leer. Und da ist irgendetwas im Raum. Und deine ganze Aufmerksamkeit geht dorthin. Das ist der Akt, wo etwas kreiert wird.
Und du identifizierst dich mehr, der Raum verschwindet, dein Beobachter, der große Beobachter des ganzen Raums, der verschwindet, den verlierst du, wenn du hier reinsteigst. Ja? Das ist das Vergessen. So, und beim Rückweg erinnerst du dich wieder. Ja, du erinnerst dich, da muss doch was sein. Aber du hast jetzt nicht den zur Verfügung. Ja, das mögen natürlich manche gerne. Die möchten gerne, ich zeig dir, wo Gott ist und was der will und was. Und ich zeig dir das und dann gehst du einfach nach Hause. Ja. Das ist eine Idee. Wir machen diesen Raum. Das ist ein grünes Feld. Das ist nicht dieser Raum. Denn du musst dich wieder zurückhandeln, sozusagen, nach Hause. Und das ist, wieder aus dem Dunklen herauszukommen und langsam wieder auszuprobieren, wie komme ich raus, um zu sehen, da kommst du nirgends raus, um neue Ideen zu finden und letztlich irgendwann mal, das kennt ihr alle von den ganzen Seminaren, irgendwann mal wirst du auf die wahnsinnige Idee kommen. Vielleicht, ich habe alle grünen Felder probiert, alle Lösungen probiert in meinem Leben, alle. Vielleicht liegt es in dem roten Feld, das ich überhaupt nicht mag. Das wehtut, das schmerzt. Vielleicht musst du mal dorthin. Und dann kommst du auf diese Idee. Und ich habe das ja außen gezeichnet, dieses rote Feld. Ja, über dieses rote Feld, wenn du das wirklich wieder reinnimmst in dein Leben, dann entsteht ein Raum. Ja, du, ja, das haben ja ein paar schon erzählt, ja, wenn sie da reingehen, wenn sie das zulassen, dass sie sich plötzlich in einer Weite befinden, ja, in einem Raum befinden, wo sie sagen, wow, verstehst gar nicht, wie das gegangen ist, aber ich fühle mich total gut, alles in Ordnung. Das ist der Heimweg. Und das wird da und da passieren. Und jetzt haben wir unser Gehirn wieder, das natürlich das, wo es passiert ist, wieder haben wollen und sagen, okay, was muss ich tun, damit ich das wieder habe, was ich gerade gestern gehabt habe? Und das ist der Albtraum der Albträume. Jetzt wirst du versuchen, mit dem Kopf, mit dem Mind, eine Strategie zu entwickeln, heimzukommen. Und das ist die Sackgasse. Das ist schon die Sackgasse. Und es ist sehr schwer, das rauszufinden. Ja, das ist immer nur, wenn du in der Sackgasse anstehst, immer wenn du anstehst, immer wenn du in deinem Leben alles probiert hast. Deswegen würde ich dir raten, probier alles aus, alles. Bis du merkst, es funktioniert nicht. Dann hast du wirklich eine Erfahrung gemacht oder viele Erfahrungen gemacht, wo du behaupten kannst, ich hab's rausgekriegt. Nicht aus einem Buch abschreiben. Find's raus, was nicht funktioniert und find raus, was funktioniert. Und wir haben alle in unserem Leben so Momente, wo wir dann happy sind und sagen, wow. Und dann find raus, was war da jetzt? Was habe ich jetzt gemacht, dass das so gewesen ist, dass ich das gefühlt habe? Und was habe ich mich bemüht vorher, dass ich diesen Raum wieder habe, dass ich dieses große Ding hier habe? Und es hat nicht geklappt. Desto mehr ich mich bemüht habe, desto weniger ist es geworden. Es entsteht nicht durch Bemühen. Es entsteht durch Bewusstsein. Es entsteht dadurch, dass du anstehst und deinen Fokus woanders hinlegst. Das heißt, die Suche nach der Tür ist natürlich von hier aus riesig. Wir suchen den Ausweg. Wir suchen die Tür nach Hause. Wir suchen aus der Dunkelheit wieder zum Licht zu kommen. Aber das ist nicht so, dass man das machen kann. Das ist ein Prozess, in dem du reingehst, wo du merkst, da geht's nicht mehr weiter. Das ist nicht das, was ich geglaubt habe. So, lass uns ein bisschen jetzt zurückblenden, wie das Universum das macht. Das Universum lässt dich hier eine Geburt erleben. Du wolltest das, du wirst hier einsteigen sozusagen immer mehr, du wirst hierher wollen und. Es gibt eine Geburt und du hast natürlich so die Idee, wow, ein tolles Abenteuer und erwarten tut dich aber dann was anderes.
Das heißt, über die Geburt wirst du schmerzhafte Erfahrungen machen. Das Einsteigen in, ja, das Verlieren dieses großen Raums und das Einsteigen in dieses Ding hier, ja, das immer größer geworden ist, tut weh. Es tut weh, weil du gedacht hast, das wird sein, und dann siehst du, dass es das nicht ist. Dass du dich immer mehr entfernst, dass das Paradies immer weiter weggeht. So. Und jetzt müssen wir etwas ganz Wichtiges verstehen. Wir haben ja hier jetzt eine Untersuchung vor. Also der Weg nach Hause ist die Tür. Die Tür ist das Hier und Jetzt. Ja, da müssen wir erst einmal in die Lage kommen, das Hier und Jetzt irgendwie auch ja, zu tun. Was ist das Hier und Jetzt? Und was ist der Unterschied zwischen ich bin in meiner Vorstellung oder in meiner Vergangenheit oder in meiner Zukunft und ich bin im Hier und Jetzt? Denn eins ist wahrscheinlich uns allen irgendwie bewusst, dass das Hier und Jetzt etwas ist, ein Raum ist oder etwas ist, wo keine Gedanken sind, oder? Ich glaube, das mal unterschreiben irgendwie. Ja. So, jetzt sind wir aber eingestiegen hier in eine Welt der Formen. Wir sind eingestiegen in eine Welt der Gedanken, der Gefühle, bla bla bla. Und jetzt sind wir mittendrin. Und jetzt suchen wir die Tür. Und die Tür ist das Hier und Jetzt, sagen wir mal. Haben wir jetzt eine Idee. Hier und jetzt. Das ist die Tür. Komm ins Hier und Jetzt. Bang. Bin im Hier und Jetzt. Wie lange? Im nächsten Moment kommt der Gedanke. Ja? Ah, das mache ich nicht richtig. Ich sollte das richtig machen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, wie es geht. Aber ich, also so blöd bin ich ja nicht. Ja? Also ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Ja? Ja. So, die Tür, wenn jemand schon das Hier und Jetzt sucht, dann ist er schon ziemlich weit auf dem Weg nach Hause unterwegs. Ja, dann sieht er schon diese ganzen Ideen, die ich habe über diesen Raum da draußen. Ja, das sind einfach auch nur Ideen. Es sind Konzepte aus meiner Birne, ja, die ich mir zurechtlege, wovon ich glaube, das ist jetzt mein Zuhause. Und nur wenn du offen genug bist und siehst, das ist es nicht. Ich sehe, dass meine Energie nicht weit wird, dann bin ich offensichtlich nicht zu Hause. Denn das ist das Kriterium. Du fühlst, du sagst zwar deinem Verstand, sagst, super, haben wir super gemacht, aber etwas in dir ist traurig, ein Gefühl ist da und du merkst, dass deine Energie nicht weit wird. Und jetzt suchst du die Tür. Und hast irgendwo gelesen, gehört, was immer. Oder hast einen Satz angebucht, wo es ums Hier und Jetzt geht. Okay, also Hier und Jetzt. Bingo, Hier und Jetzt. Ich bin im Hier und Jetzt. So, du wirst irgendwo anstehen, ne? Weil wenn du sagst, ich bin im Hier und Jetzt, wirst du eine Erfahrung machen. Desto mehr du im Hier und Jetzt sein willst, desto mehr wird was passieren? Wieso bin ich jetzt? Bin ich wieder rausgefahren aus dem Hier und Jetzt? Ich muss wieder rein ins Hier und Jetzt. Wie mache ich das, damit ich wieder in Hier und Jetzt bin? Aber ich bin ja die meiste Zeit eh in meinem Leben im Hier und Jetzt, aber jetzt gerade schon wieder mal nicht. Warum bin ich jetzt gerade in meinem Hier und Jetzt? Kennt ihr alle, ne? Yang, 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 yang. So. Das hier da draußen ist Seligkeit. Da ist alles gut. Und da wollen wir natürlich hin. Und wenn du durch eine Tür gehst, auch wenn es die Tür von Hier und Jetzt ist, und es macht nicht das, dann hast du irgendeinen Hund drin. Klar, irgendwo stimmt nicht. Und es wäre schon sinnvoll, wenn man überhaupt ein bisschen mehr Bewusstsein auf das Ganze, wie das funktioniert, errichten könnte. Ja, damit man in solche Sackgassen möglicherweise gar nicht mehr reingeht.
sondern gleich fragt, nicht was vornimmt, so werde ich es machen, sondern man schaut, ich probiere das jetzt aus und schau mal, wie es sich anfühlt. Das wirst du sehr schnell rausfinden, es ist es nicht, ja, es kann es nicht sein, da muss ich weiter suchen, muss ich weiter probieren. Das bringt die beobachtende Intelligenz nach Hause. Immer mehr, der wird immer intelligenter. Das heißt, die Aufmerksamkeit wird immer weiter, immer größer, bis dieses System der Aufmerksamkeit sozusagen sich wieder selber findet. Und das ist das, was man Ankommen nennt. Wir denken ja immer wieder, das wird irgendwie von außen geregelt, oder? Irgendwie gibt es da ein Gesetz und dann muss man das machen, dann passiert das, wenn man das nicht macht, passiert was anderes. Das regelt sich selber, das regelt sich über die Aufmerksamkeit. So wie du reinkommst über den kristallklaren Raum, ja, so musst du wieder rausgehen und diesen Raum sozusagen bekommen. Und jedes Mal, wenn du etwas tust, wo du so machst, sagst, wow, das fühlt sich gut an, dann kann morgen sein, dass es morgen nicht gut anfühlt. Weil morgen hast du anhand des Bewusstseins, das du gestern gehabt hast, ja, morgen wirst du merken, da fehlt noch was. Und du wirst rausfinden, was fehlt. Ja? Du verlierst dich da rein und du musst bewusst wieder rausgehen. Und da gibt es ein Kriterium in deinem Körper und das ist die Weite. Das ist dieses Ding, wo es weit macht in dir. Und wenn du dich gestern eingebildet hast, das hat weit gemacht und du kommst halt drauf, dass das ein Schmäh war gestern, dass du das gerne hättest, so dass das weit macht, aber es macht dich gar nicht weit, dann kommst du einen Riesenschritt weiter. Weil dann wirst du das neu ausprobieren, der Beobachter erwacht, der muss ja, der schläft ja. Bis der da drinnen ist, schläft der tief und fest. Ja, das ist das Unbewusste. Wenn das Unbewusste unser Leben regelt sozusagen, dann ist der Beobachter, diese Intelligenz, schlafen gegangen. Die schläft tief und fest. Und der Beobachter muss langsam, langsam wieder geweckt werden, indem er wieder beobachtet, funktioniert das nicht. Macht das weit oder macht das eng? Macht das weit oder macht das eng? Anhand dessen lernt er wieder aus dem Gefängnis, dass er sich selber, wo er sich verloren hat drinnen, nach und nach wieder rauszukommen. Ja? Und wenn man das verstehen kann, dann kannst du auch verstehen, was Geduld bedeutet. Ja? Und dass man nicht so einfach, es gibt kein Gesetz, wo du, wenn du das machst, dorthin kommst. Das gibt's nicht, ja. Sondern es muss deine eigene beobachtende Intelligenz erwachen. Und die ist ziemlich eingeschränkt, ja. Die hat so ihre Vorstellungen, ja. Wie das Leben sein muss. Und jetzt draufzukommen anhand des Experiments, was wir Leben nennen, dass das nicht funktioniert, dass das nicht weit macht, wirst du neue Möglichkeiten finden. Es ist immer die Möglichkeiten, die du auslotest. Es ist nie etwas Vorgegebenes. Es ist nie, bet nie irgendwas nach, was irgendjemand sagt. Probier es aus. Werde selber intelligent sozusagen. Ja. Finde heraus, funktioniert, funktioniert nicht. Mach mich weit, mach mich nicht weit. Gestern hat es mich weit gemacht, heute macht es mich nicht weit. Was ist los? Was ist zu tun? Wie ehrlich war ich jetzt? Was habe ich mir vorgemacht? Okay, probier es jetzt aus. Der Beobachter lernt jetzt, er lernt wieder zurückzukehren nach Hause, ins große Bewusstsein. Da muss aber dieses kleine, schlafende Bewusstsein erwachen. Ja, und wir haben immer so die Vorstellung, da kommt dieser Tropfen der Gnade auf uns herab und dann beidelt es uns und dann haben wir erwacht. Du musst erwachen, ja, du, mit deinem System. Du als individuelle Seele hast diesen Weg gewählt und du hast dich verlaufen ohne Ende. Und du musst den Weg wieder zurückgehen. Und das tust du, indem du lebst, indem du ausprobierst, beobachtest, lernst, anstehst, lernst, andere Richtung einschlägst, wieder lernst, anstehst. So kriegst du es raus. Nicht anders.